Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um meine 10 Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Quasi meine 10 Essentials. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es quasi um meine 10 Essentials, meine 10 Dinge, ohne die ich nicht leben kann, meine 10 Dinge, die ich einfach immer am Start habe. Und deswegen habe ich das Ganze zusammengesucht und möchte euch das vorstellen. Eigentlich habe ich mir das Ganze eigentlich aufsparen wollen, weil es eigentlich eine sehr, sehr coole Videoidee ist, eine sehr coole Sache ist. Aber ich dachte, komm, zum Dezember- bzw. Weihnachtskalender-Special haue ich das einfach mal raus. Und deswegen heute von zu Hause aus habe ich meine 10 Dinge zusammengesucht und die stelle ich euch jetzt einfach mal vor. So Leute, fangen wir an mit meinem Piece Nummer 1 und wer hätte es anders gedacht, das ist ein Handy. Und zwar in dem Fall hier mein iPhone 11 Pro. Ich bin in dem Fall jetzt nicht aufs iPhone 12 umgestiegen oder ich weiß gar nicht, ich habe mich gar nicht richtig informiert, weil für mich ist aktuell der Sprung der Technik nicht so riesig, dass ich sage, hey, ich muss das jetzt haben. Ich bin auch ein bisschen aus dem Alter raus, dass ich jedes Mal sage, hey, das muss ich jetzt haben, ich kaufe mir das auf jeden Fall hundertprozentig. Deswegen, ich bin hiermit eigentlich mega happy und ich denke, wenn man alle 2 Jahre sowas erneuert, reicht das auf jeden Fall auch dicke. Und aktuell, wie gesagt, das Handy hier und ja, ich muss da nicht viel zu sagen. Ist für mich Arbeitsgerät, egal ob es Kommunikation mit anderen Leuten ist oder Entertainment oder Inspiration. Ich kann verschiedenste Sachen mir anschauen, die mich einfach im Alltag auch beeinflussen oder bei meinen Videos oder bei meinen Outfits etc. Ein Handy heutzutage ist wirklich für mich unverzichtbar. Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen süchtig. Das muss man auch selber zugeben können oder ja, ich würde es auf jeden Fall bei mir sagen, dass es der Fall ist. Es ist nicht kaputt, wer wundert's, Handys gehen natürlich auch schnell kaputt und deswegen ja, gehe ich eigentlich ziemlich zackhaft damit um. Ich habe auch so eine Hülle dazu, wo das Ganze dann quasi eingepasst wird, aber ja. Essential Nummer 1, beziehungsweise Piece Nummer 1 auf jeden Fall mein Handy. Machen wir weiter mit Piece Nummer 2 und Piece Nummer 2, wer hätte es gedacht, sind auf jeden Fall AirPods. Ich muss sagen, diese Dinger habe ich einfach immer, wirklich immer, entweder in meiner Hosentasche oder in meiner Jackentasche. Eigentlich immer in meiner rechten Hosentasche und ich muss sagen, die Dinger erleichtern mir den Alltag beziehungsweise auch wirklich sehr, weil ja, einfach einen reinstecken, sich Sachen angucken, Sachen zuhören, Musik hören, egal ob es beim Sport ist oder unterwegs oder beim Reisen. Die Dinger sind einfach so nice und ich bin nicht so der Fan von diesen riesigen Kopfhörern. Deswegen AirPods wirklich super, super cool. Ich mag auch diese Transparent-Funktion, also dass man das Ganze so ein bisschen abschotten kann. Also ich bin wirklich schon ein riesen Fan von den Dingern und was so techniktechnisch in so einem kleinen Ding abgeht. Und es gibt ja verschiedenste andere Anbieter auch, sind einfach sehr, sehr nice. Deswegen so kleine AirPods, kleine tragbare Kopfhörer sind auf jeden Fall mein Piece Nummer 2. Machen wir weiter mit Piece Nummer 3. Und Piece Nummer 3 ist bei mir ein Parfum. Quasi so mein Alltagsduft, den ich sehr häufig trage. Ist auch wirklich kein so krasser Kommerzduft. Und zwar ist das Amiris Homme von Maison Francis Coudjistan Paris. Ich hoffe, ich habe das Ganze richtig ausgesprochen. Ist ein sehr frischer, netter Alltagsduft. Das Gute daran ist, er gefällt einfach meiner Frau. Und das ist wirklich sehr wichtig, finde ich persönlich. Denn wenn ihr einen Duft tragt und er gefällt zum Beispiel nicht eurer besseren Hälfte, eurer Partnerin oder eurer Freundin oder sonstigen, dann ist das klar, ist das nice für euch selber, aber der andere muss euch quasi auch gut riechen können. Und es gibt einfach diverse Düfte, ob es jetzt zum Beispiel Lederdüfte sind, die sie zum Beispiel an mir nicht mag. Sie mag das einfach nicht. Und da muss man schon ein bisschen so auf seine Partnerin eingehen, denn man lebt ja auch zusammen und dementsprechend, mit dem Duft, den mag ich. Sie mag den auch, deswegen trage ich den sehr, sehr häufig. Und es ist ein sehr netter, frischer Duft, so eine kleine Geheimempfehlung. Und checkt den auf jeden Fall mal ab. Amiris Homme von Maison Francis Coudjistan Paris. So Leute, kommen wir zu meinem Piece Nummer 4. Und das ist eigentlich meine Kamera. Ist in dem Fall jetzt hier eine Leica Q2. Ich habe aber allerdings noch eine zweite Kamera, mit der ich das Ganze gerade hier aufnehme. Aber ich sag mal, meine Leica Q ist schon so wirklich meine Favorite Kamera, also aktuell, weil man kann damit sehr, sehr viel machen. Die ist auch sehr handlich, hat auch coolen Fashion-Aspekt, finde ich persönlich. Wirkt sehr stylisch, ist nicht so aufdringlich, wirkt auch nicht allzu professionell, also so vom Aussehen her. Aber in Wirklichkeit kann das Ding echt schon eine Menge. Gerade in Verbindung mit so einem Ding hier, und zwar ist das so ein Adapter, den ihr einfach in euer Handy reinstecken könnt. Dann kommt hier unten die Karte rein und dann könnt ihr im Prinzip die ganzen Sachen direkt aufs Handy laden. Das macht das Ganze wirklich sehr einfach und ist ein sehr, sehr cooles Piece, eine sehr, sehr coole Kamera.
Und das Nice, der sehr, sehr nette Nebeneffekt ist einfach, die Kamera ist auf 28 mm. Ihr müsst euch das so vorstellen, die hat fast den gleichen Blickwinkel wie ein iPhone. Das heißt, dadurch wirkt das viel, viel hochwertiger, hat aber einen ähnlichen Blickwinkel wie ein iPhone und macht das Ganze wirklich sehr, sehr nice. Wenn ihr dann zum Beispiel irgendwelche Fotos oder Videos oder sonstiges hier mit aufnehmt, die schnell mit so einem Adapter auf euer iPhone packt und dann in eure Story oder etc. packt, ist das auf jeden Fall sehr, sehr nice und auf jeden Fall mein Essential Nummer 4. Kommen wir zu meinem nächsten Piece und das ist eigentlich meine Uhr. Und zwar ist das eine Vintage Omega Uhr, eine Vintage Speedmaster. In dem Fall keine Moonwatch, sondern ein abgewandeltes Modell davon. Die wird auch nicht mehr hergestellt, ist wirklich ein Vintage Modell. War auch nicht mega krass teuer. Ich glaube, die hat so circa 1,5 bis 2.000 Euro liegen die in etwa. Und wie gesagt, es ist ein Automatikmodell. Ich trage die sehr, sehr gerne, hat eine sehr, sehr große, sehr, sehr nice Größe. Ich müsste jetzt gerade wegen der Größe ein bisschen lügen, deswegen blende ich das hier an der Stelle auch mal eben ein. Aber es ist eine sehr, sehr coole, nice Uhr. Ich mag Omega-Uhren und natürlich könnte ich mir auch eine hochwertigere Uhr vorstellen. Aber aktuell ist es noch damit, beziehungsweise bin ich damit sehr zufrieden. Und das ist mein nächstes Piece, was ich eigentlich immer am Start habe. So Leute, kommen wir zum Piece Nummer 6 und Piece Nummer 6 ist mein Autoschlüssel. Mein Auto generell ist einfach so mein Essential, was ich wirklich nicht missen kann und missen möchte, weil ich wohne in etwa circa 25 bis 30 Minuten von meinem Arbeitsplatz entfernt und zwar in einer anderen Stadt. Wir haben das Office in Düsseldorf. Ich wohne nicht in Düsseldorf und dementsprechend, ich brauche mein Alltag im Auto. Ich brauche mein Auto wirklich jeden Tag im Alltag. Und ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall sehr nice to have ein Auto und dementsprechend mein Essential Nummer 5. Ne, oder? 6? 6. So Leute, kommen wir zu meinem nächsten Piece. Mein nächstes Piece habe ich euch gestern schon in meinem gestrigen Video vorgestellt und das sind auf jeden Fall meine Caps. Ich trage die wirklich sehr, sehr, sehr häufig. In dem Fall ist das jetzt die blaue Variante. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennen kann, aber ja, es ist eigentlich ein Piece, was ich sehr häufig anziehe, weil ich habe eigentlich nicht immer Bock, mir die Haare zu stylen. Und Caps sind so etwas für mich, ich setze die auf, ab geht der Tag und keine Ahnung. Ist sehr, sehr nice, sitzen bei mir gut. Habe ich euch gestern in dem gestrigen Video auch erklärt, wer das Ganze möchte, kann das gerne abchecken. Aber Caps, beziehungsweise generell Cap, ist mir sehr, sehr wichtig und das ist auf jeden Fall mein Essential Nummer 7. Machen wir weiter mit meinem Essential Nummer 8 und wie ihr schon seht, das sind einfach meine Sonnenbrillen. Ich habe jetzt hier einfach mal drei Stück wahlweise mitgebracht. Die hier ist von die klassische Ray-Ban Sonnenbrille, die ich sehr, sehr gerne trage. Kann ich euch einmal zeigen, wie das aussieht. Sehr nice. Die hat auch diesen leichten Winkel. Feier ich extrem. Ist quasi eigentlich meine All-Time-Favorite Sonnenbrille. Dann habe ich noch was ähnliches, was ich mir gekauft habe von Saint Laurent. Die sitzt aber ein bisschen anders. Auch sehr, sehr nice. Ich bin so mehr der Fan von diesen bräunlichen Brillen. Und dann mag ich zuletzt auch sehr, sehr gerne diese Brille. Und da werde ich auch immer wieder gefragt. Die ist von Gant. Die gab es mal. Die gibt es leider aktuell nicht mehr. Aber ich sag mal, so ein Modell kriegt man auch relativ häufig. Deswegen checkt das auf jeden Fall mal ab. Ich würde euch empfehlen, guckt einfach mal bei, keine Ahnung, Mr. Specs würde ich empfehlen. Ist eine sehr, sehr coole Seite, wo ihr Sonnenbrillen bekommt. Und auch sehr coole. Aber ich sag mal so, Sonnenbrillen sind mir sehr, sehr wichtig, trage ich. Habe ich immer im Auto, habe ich immer quasi auch in meiner Tasche, ob es jetzt Jackentasche ist etc. Ich trage die wirklich sehr häufig. Und Sonnenbrillen sind auf jeden Fall mein Essential Nummer 8. So Leute, kommen wir zu meinem Essential Nummer 9. Und Essential Nummer 9 mag der ein oder andere gar nicht bei mir vermuten. Vielleicht kennt ihr mich auch nicht gut genug, aber es ist auf jeden Fall mein Controller. Und zwar sieht das jetzt hier aus wie ein Standard PS4-Controller, aber es ist kein Standard PS4-Controller, denn ich habe hier hinten noch so ein paar Knöpfe dran. Es ist ein Custom-Controller aus den Staaten, den habe ich mir mal anfertigen lassen von einer Firma. Und ich bin ein sehr, sehr leidenschaftlicher Zocker, muss ich dazu gestehen. Der ein oder andere mag das gar nicht vermuten und ich halte das Ganze auch von YouTube eigentlich relativ fern. Ich stream relativ häufig auf Twitch, aber da nur Gaming. Falls ihr möchtet, könnt ihr das gerne mal abchecken. Ich bin da immer relativ häufig am Start. Und generell so mein Controller ist auf jeden Fall mein Essential Nummer 9, weil ich leidenschaftlich gerne spiele, leidenschaftlich gerne am Zocken bin mit Freunden etc. Ist auf jeden Fall etwas, worauf ich überhaupt nicht verzichten kann. So Leute, und dann kommen wir zu meinem letzten Essential. Mein letzter Essential sind eigentlich eine allgemeine Kategorie und das sind Sneaker. In dem Fall sind das hier jetzt die Jordan 1 Dark Mocker. Sehr, sehr cooler Schuh, aber es geht mir gar nicht speziell um den Schuh, sondern es sind einfach Sneaker. Ich trage unheimlich gerne Sneaker und
wirklich im Alltag sehr, sehr gerne. So zu, ich sag mal so, zu 85% trage ich Sneaker. Danach auch ab und zu mal gerne schicke Schuhe, aber eigentlich so Sneaker sind so wirklich ein Piece, was ich immer wieder gerne am Start habe. Ich habe auch immer ein paar Sneaker in meinem Auto, falls ich sage, hey, spontan, ich entscheide mich um, etc. Dementsprechend, ja, mir sehr, sehr wichtig und trage ich sehr, sehr gerne. Und, ja, sehr nice. So Leute, und an der Stelle, wie ihr seht, waren das jetzt eigentlich 10 Essentials, aber ich habe noch ein kleines Extra, ein kleiner Bonus, weil er gerade zu der Situation und der momentanen Lage sehr, sehr gut passt. Und zwar ist das eigentlich meine Face Mask. Und zwar die hier, die ich aktuell trage. Die sind von Uniqlo. Die sind so ein bisschen, die heißen auch Arisen. Sind sehr, sehr nice, muss ich sagen. Will ich auf gar keinen Fall missen. Gibt es in schwarz und in weiß. Und das ist auch so mein Essential, was ich aktuell auch immer in der Tasche habe. Dementsprechend kann ich darauf auch nicht verzichten. Leider situationsbedingt. Aber ich kann euch sagen, ich habe verschiedene Masken ausprobiert. Und die sind wirklich mit Abstand die besten Masken. Und die gibt es im Dreierpack. Und sind sehr, sehr nice. Und das ist auf jeden Fall auch mein Kalendergeschenk für euch. Heute, quasi an Tag 5. Werde ich einen Satz, einen Dreierpack davon an euch verlosen. Wie das Ganze funktioniert, kennt ihr, folgt dem Kanal und lasst einen kleinen Kommentar da. Dann seid ihr schon am Start und innerhalb von einer Woche werde ich den Gewinner für die Masken auslosen und euch auch zukommen lassen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das sind so quasi meine 10 Essentials, in Anführungsstrichen 11, die ich immer am Start habe, die immer bei mir sind. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr, beziehungsweise was da so noch so fehlt, worauf ihr nicht verzichten könnt. Vielleicht ist ja auch das ein andere Piece dabei, was im Prinzip auf jeden Fall nicht fehlen darf bei euch und bei mir einfach nicht dabei ist. Deswegen, wir sehen uns morgen wieder, Leute. Peace, Leute. Ciao.